Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem wieder mal seltenen Infovideo. Ja, die Infovideos auf meinem Kanal gibt es ja nicht so oft. Ich denke auch immer nur, wenn, dann sollten es auch ein paar Themen sein, wenn man hier so ein Infovideo macht und nicht wegen jedem bisschen irgendeinem Infovideo raushaut. Und ja, wie gesagt, diesmal habe ich wieder ein paar Sachen, die ich mit euch besprechen möchte, informieren möchte oder auch mal eure Meinung dazu hören will. Ich werde natürlich versuchen, das Ganze kurz zu halten, aber ihr kennt mich, glaube ich, so langsam. Ich rede viel und gerne. Und dann kann das Infovideo doch ab und zu mal ein bisschen länger werden. Aber ich werde versuchen, mich in Grenzen zu halten. Gut, ich habe einige Themen mitgebracht. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit dem ersten Thema. Ja, gut. Das erste Thema, was ich nun hier auf der Liste habe, nennt sich einmal YouTube-Videos, warum so selten. Ja, der ein oder andere, der mich jetzt schon länger kennt, wird jetzt vielleicht doch seufzen. ja, aber ich muss das Thema doch nochmal aufgreifen, denn in letzter Zeit hat sich diese Frage in verschiedenen Arten doch sehr gehäuft in den Kommentaren, sowie auch auf Facebook und auch auf Twitter. Ich habe auf Twitter zum Beispiel jetzt letztens eine etwas längere Nachricht bekommen, wo mir doch sehr, sehr viele Tipps gegeben wurde, wie ich wann welches Video hochlade, was ich dann für Titel nutzen soll und Tags und ganz, ganz viele Tipps mir wurden einfach gegeben, weil er sagt, ah, warum hast du so wenig Aufrufe, du machst so tolle Videos und fand ich auch alles super lieb und nett von ihm, aber hab dann auch ihm am Ende das erklärt, was ich euch jetzt hier auch gleich erkläre. Hab mich aber, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen gewundert, warum denn so viele, also warum sich das diese Frage gerade wieder so häuft und hab dann doch mal in meinen ganzen Analytiken geguckt da auf YouTube und ich bin in letzter Zeit oder in den letzten 2 Monaten, muss man sagen, doch ganz gut gestiegen, von den Abonnenten auch und so sind anscheinend doch einige neue dazugekommen und deswegen wollte ich die Frage jetzt nochmal aufgreifen und euch das erklären, das Ganze. Ja, also es ist eigentlich so, also ich bin keine Vollzeit-YouTuberin, ich mache das Ganze alles wirklich nur noch in meiner Freizeit, was heißt nur noch, ich mache es in meiner Freizeit, das war noch nie anders und mache das alles in meiner Freizeit, das ist einfach ein Hobby von mir, mache das so gesehen halt auch wirklich einfach dann, wann ich Lust und Zeit habe, bereite nicht groß irgendwie wie andere YouTuber vor, vielleicht auf PTR gehen, manchmal mache ich es, wenn mich der Patch interessiert, klar, natürlich, aber ansonsten mache ich das wirklich das Ganze immer nur die Videos, wenn das Ganze live ist. Einfach auch, um bei Veränderungen, die auf dem PTR nicht sind, aber nachher auf den Live-Servern da so ein bisschen entgegenzuwirken, ne? Die ändern ja doch mal in letzter Sekunde öfter gerne mal was Blizzard. Deswegen auch. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze hier von mir für mich ein Hobby. Ich mache das wirklich alles nur in meiner Freizeit, wenn ich Lust und Zeit habe. Ich liebe es einfach zu reden, ich liebe es WoW zu spielen und ich liebe es einfach Videos zu schneiden, zu schnippeln und zu gestalten auch. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Deswegen mache ich ja auch sehr viel gerne mit Facebook, sag ich schon, mit Photoshop und Blender. Da bin ich ja auch viel, viel dran und mache da gerne was in meiner Freizeit. Das ja, macht mir einfach viel, viel Spaß alles. Ich muss aber auch zugeben, dass mich das jetzt gerade null interessiert, wie groß mein Kanal ist, ob er wächst oder nicht wächst, ob wie die Aufrufe sind. Das ist mir alles schnurzpiep egal. Ich bin da ganz, ganz ehrlich zu euch. Früher war es anders. Früher war es anders, wo ich mit YouTube angefangen habe. Da hat man noch Ziele gehabt, da hat man noch Wünsche gehabt, da hat man noch geguckt, wann oder wie ich was mache, da hat man noch versucht, jeden Tag ein Video rauszuhauen und ach, wieso hat das Video nur die Aufrufe, was habe ich falsch gemacht, oh Mensch, und wieder ein negativer Kommentar oder ein Dislike und oh, da hat man sich Gedanken drüber gemacht damals. Ich muss auch sagen, vielleicht komme ich auch langsam in das Alter, wo es mir einfach nur noch scheißegal ist. Es ist wirklich so, Leute. Deswegen gucke ich auch nicht oder mache mir da auch keine Gedanken mehr, keinen Stress mehr. Ich kriege auch wirklich ein Apfel und ein Ei von YouTube hier. Das ist alle paar Monate auch. Ich kriege noch nicht mal jeden Monat irgendwie ein bisschen Kohle von YouTube. Klar, ich habe natürlich Werbung von meinen Videos geschalten oder sind geschalten. Aber das kriege ich alle paar Monate mal ausgezahlt. Jetzt letztens, das letzte war jetzt vor 3 Monaten, habe ich mal ein bisschen was bekommen wieder. Das muss ich ja auch immer ansammeln. Man kriegt ja auch immer nur einen bestimmten Betrag dann und dann. Ne? Das muss ich immer ansammeln alles. Und das ist... da könnte ich nicht von leben, sage ich immer so. Ich habe meinen Job.
Ich habe meine zwei Dackel, die auch noch bespaßt werden möchten. Natürlich, ich habe meine Real Life. Bin auch so ein kleiner Nerd, was Serien und Filme angeht. Ich gucke sehr, sehr viel Filme, sehr, sehr viel Serien. Kostet natürlich auch Zeit, na klar, ne? Das sind so viele Sachen, die bei mir so sind. Und dazu kommt natürlich auch, ich habe nicht so eine große Community wie andere YouTuber, auch im WoW-Bereich, die halt sehr, sehr viel machen, die jeden Tag Videos bringen, die jeden Tag zum Beispiel auch live sind, irgendwie auf YouTube oder auf Twitch, ne? Die kriegen auch täglich diesen Support und können das natürlich dann auch machen und alles auch Vollzeit machen natürlich. Und das habe ich natürlich alles nicht, ne? Muss aber auch sagen, ob ich das wirklich denn damals auch hätte wollen und jetzt sowieso nicht mehr, aber damals, wenn ich mir das so überlege, ist auch alles wieder mit Stress verbunden und ob ich mir das jetzt nochmal geben will. Klar, ich bin jetzt keine alte Oma oder so, ich rede immer so, ach, das Alter, das Alter, das Alter, aber ich gehe jetzt auch schon langsam auf die 40 zu und nee, so wirklich will ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Deswegen müsst ihr da so ein bisschen leider verstehen, dass ich das Ganze hier auf meinem Kanal das wirklich danach mache, wie ich es gerne möchte. Ich mache das, wie ich das will. Es ist mein Kanal und ich führe den so, wie ich das möchte. Und wenn die Videos kommen, dann kommen sie und wenn nicht, dann nicht. Und nein, ich werde auch keine Infovideos rausbringen, wenn ich mal eine Pause mache. Das wurde sich auch gewünscht in den Kommentaren. Das werde ich nicht tun. Wenn ich eine Pause mache, dann ist es so und ihr werdet es merken, wenn man über 2 Wochen, 3 Wochen keine Videos kommen, dann wisst ihr Bescheid. Aber ihr könnt euch sicher sein, die Alte kommt wieder. Ne, so zu dem Thema. Und noch eine kleine Randinfo nebenbei, warum auch überhaupt jetzt in den letzten 2 Monaten ein paar Videos weniger gekommen sind. Es hat auch einfach gesundheitliche Gründe gehabt. Wer mich so ein bisschen auf Twitter verfolgt hat oder da ab und zu mal reinschaut, ihr braucht auch keinen Account haben. Ihr könnt das trotzdem nachlesen, was ich dort twittere. Also das mache ich ja auch täglich dort. Es war so, dass ich auch gesundheitlich viel eingeschränkt war und immer noch bin. Ich hatte am Anfang des Jahres mit der Galle zu tun, habe da einen riesen Gallenstein, der auch so Richtung Öffnung geht, also Gallenöffnung geht, sollte eigentlich operiert werden, hatte wochenlang starke Schmerzen, war immer hin und her geschickt worden von den Ärzten. Am Ende hieß es dann im Krankenhaus, na, ob das wirklich der Gallenstein ist, der ist zwar sehr groß, aber da kann man auch mit leben. Und ach, fragt nicht, das ist eine Riesengeschichte. Also wenn ihr da wirklich Interesse habt, dass ich das euch mal erzähle, so als Real-Life-Video, sage ich jetzt einfach mal, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich das mal aufgreifen. Aber zur Kurzinfo, am Ende sitze ich jetzt hier immer noch mit meinem Gallenstein und habe jetzt gerade keine Schmerzen mehr und schauen, was daraus wird, ob ich dann auch ja doch mal irgendwann operiert werde, weiß der liebe Gott. Dann nach diesem ganzen Kram mit dieser Galle kam dann mein Allergieschock mitten in der Nacht. Ich bin auf 2 Sachen allergisch, die ich nicht essen darf. Und bin dann in der Nacht wach geworden, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Habe gerade so noch den Arzt, Notarzt rufen können. Habe dann die Tür nur so aufgemacht. Oh, das war mein kleiner Dackel, still. Nur die Tür noch schnell aufgemacht, dass sie dann rein konnten. Hunde weggesperrt und war dann hier nur noch am Hechen und am Warten, dass sie denn kam. Gott sei Dank ist es ja heutzutage auch kein Problem mehr, Spritze rein und dann geht es einem bald besser, ne? Ja, das war für mich natürlich dann auch ein sehr aufregender Januar oder nicht so ein guter Start ins neue Jahr. Das sind natürlich auch alles so Faktoren, die dann auch dazu stoßen, warum ich dann mal keine Videos bringe. Zu dem, wo ich ja sowieso das Ganze nur mache, wenn ich Zeit und Lust dazu habe und halt in meiner Freizeit, wie gesagt. Aber dann wisst ihr so mal ein bisschen Bescheid, was so abging. Wie gesagt, wer dann wirklich mal ein bisschen was genauer wissen will, sollte dann mich da so ein bisschen auf Twitter beobachten, mal reinschauen. Wie gesagt, ihr braucht da keinen Account. Mal gucken, nachlesen die Tweets oder so. Das ist ja da alles möglich. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir jetzt auch dieses Thema ab. Ihr wisst Bescheid. Und die Frage kam noch auf, bevor ich es vergesse, warum ich denn nicht meine Pausen ankündige mit Infovideos. Und nein, das werde ich nicht tun. Ich finde das Blödsinn einfach, für jede Kleinigkeit ein Infovideo rauszuhauen. Und wenn ich eine Pause mache und die auch mal länger geht, mal 2, 3 Wochen, dann wisst ihr Bescheid. Ah, okay, sie macht wieder Pause, aber irgendwann kommt die Alte wieder. Da könnt ihr euch sicher sein. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema jetzt ab. Da habe ich lange drüber geredet. Ihr wisst Bescheid.
Gut, dann kommen wir nun zum nächsten Thema, BFA endlich zu Ende. Und ja, Gott sei Dank, sag ich nur Gott sei Dank. Ich habe ja am Anfang des Add-ons schon ein Meinungsvideo rausgehauen, mich da so ein bisschen drüber geäußert, wie ich das Ganze finde. Und meine Meinung hat sich leider nicht geändert. Klar, man hat gemerkt, Blizzard wollte hier und da noch was retten, hat hier und da auch ein bisschen was retten können. Ich bin auch immer noch das Add-on am Spielen. Ich habe das Abo nicht gekündigt, was eigentlich ein gutes Zeichen ist bei mir. War nicht so in WoD und auch nicht so in Pandaria. Da hatte ich da wirklich das Abo auch komplett gekündigt und habe eine richtig komplette Pause gemacht bis zum nächsten Add-on. Das ist hier nicht der Fall. Ich habe hier und da immer noch so ein bisschen Spaß dran, mache meine Sachen, aber im Großen und Ganzen logge ich mich nicht mehr jeden Tag ein, vielleicht ein, zweimal die Woche, wenn es hochkommt, für Videos auch natürlich und habe mich auch von meinem Raid abgesagt, also meiner Gilde, ne? Ich habe gesagt, Leute, das ist nicht mehr meins, ich habe da überhaupt keinen Bock zu und auch nicht die Motivation, diesen Raid da reinzugehen und so weiter und so fort, die wissen auch Bescheid. Hab mich komplett da abgemeldet. Werde jetzt einfach die Zeit nutzen für mich, für viele Sachen, die ich noch nachholen will. Sei es für mich jetzt halt, ne, für meinen Account, für YouTube. Einfach machen, was mir Spaß macht. Einfach bis zum nächsten Add-on natürlich, bis Shadowlands. BFA ist einfach, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Die hätten da so viel rausholen können, so viele Ideen, es ist so viel Potenzial, was sie da nicht genutzt haben, was sie reinbringen hätten können, was auch jetzt gut gepasst hätte zu diesem Thema Seefahren. Ich hätte auch diese ganzen Inselexpeditionen anders gestaltet. Wenn ihr wirklich möchtet, dass ich darüber noch ein bisschen länger mal rede, also ein separates Video dazu mache, könnt ihr das ja gerne mal in den Kommentaren da lassen, dann mache ich das noch. Aber ansonsten, kurz und knapp, ist es einfach überhaupt nicht mein Add-on gewesen. Ich war auch damals schon nicht gehypt gewesen, wo ich den Cinematic gesehen habe. Also der Cinematic an sich war natürlich geil, ist halt Blizzard, ne? Aber da hat mir das Ganze schon nicht so gefallen und da hatte ich auch schon so ein bisschen Bauchschmerzen vor dem Add-on und das Ganze hat sich dann leider auf verwahrheitlicht. es ist halt wirklich absolut nicht meins gewesen. Bin einfach nur froh, dass es jetzt zu Ende ist und hoffe auf Shadowlands. Und ja, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, was sie sich gedacht haben, ob sie, ich weiß es nicht. Mir fehlen einfach gerade die Worte dazu, es ist einfach nur für mich, ich will auch nicht böse drüber reden oder flamen oder sonstiges. Ich bin einfach, wie gesagt, ich bin einfach nur froh, dass es zu Ende ist. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch dann gleich zum nächsten Thema. Ja, das nächste, was ich jetzt hier habe, ist Hoffnung Shadowlands. Ja, ich habe sehr, sehr große Hoffnung in Shadowlands. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich tue meine ganzen Erwartungen und Hoffnungen und Wünsche in Shadowlands und ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, dass ich das tue. Ich bin da ganz, ganz ehrlich zu euch, aber ich hoffe es einfach nur. Ich mache es aber auch diesmal, muss ich sagen, weil ich weiß, dass Blizzard es auch gut machen kann. Siehe Legion, siehe Lich King, siehe BC, das sind alles so schöne, gute Add-ons gewesen. Siehe Classic-Server, sie können es, ne? Sie können, sie hören ja öfter auf die Community, sie können auch gute Sachen liefern. Deswegen glaube ich, lege ich diesmal wirklich meine ganzen Hoffnungen in Shadowlands und hoffe und wünsche einfach mir, dass dieses Add-on wirklich gut wird, dass ich wieder richtig viel Spaß da habe und mache und tue und zocken will und gar nicht weiß, was ich als erstes vielleicht machen will, ob ein Video, um euch da dann halt zu helfen wegen irgendwelchen Tipps oder sowas oder selber erstmal wieder zu spielen und zu suchten und ach, ich freue mich einfach nur mega drauf. Muss dazu aber auch sagen, dass ich sowieso schon gehypt war von dem Cinematic, der kam. Ich finde die Art und Weise, wie die Story da anfängt, wie es da weitergeht und was vielleicht Sylvanas davor hat und
das alles so drum und dran mit diesen ganzen Seelen und Pakten und so weiter. Und dass man auch mit der Story wieder die Gebiete abgehen muss, dass man sich ja aussuchen kann, wo man hingehen will wegen Leveln, sondern man muss die Story nachgehen. Finde ich auch mal wieder gut, ist was Erfrischendes. Ist mal wieder, dass es nicht so ist, wie jetzt hier halt in den letzten zwei Addons, wie in Legion und in BFA, finde ich gut. Klar, es gibt natürlich auch schon wieder Kritik, habe ich auch schon gelesen, dass viele sagen, Pakte, das hört sich an wie Ordenhallen, das ist doch fast das Gleiche. Da denke ich mir aber wiederum, warum das Rad nur erfinden, wenn es doch gut funktioniert hat in Legion. Naja, das sind so Sachen, also ich im Allgemeinen, im Kompletten, kurz gesagt, ich fände es gut, ich freue mich mega drauf, ich bin gehypt, ich lege meine Hoffnung jetzt da drauf. Aber ob das so gut ist, werden wir dann sehen. Ich hoffe einfach nur, dass wirklich Blizzard die Zeit jetzt nutzt, bis zu Shadowlands wirklich auch sagt, wir bringen das Addon nicht ein paar Monate früher raus wie BFA, das dann voll verbuggt war. Und dann auch den Spaß ans Questen verliert. Das war bei mir so. Ja, also ich hatte sehr, sehr viele Quest-Bugs und irgendwann habe ich dann am Abend dann wirklich mal, ich glaube nach dem sechsten Ticket oder so, habe ich dann gesagt, ja, nee, keinen Bock mehr. Ich habe mich dann ausgenockt und bin ins Bett gegangen. Hatte eigentlich vor, die ganze Nacht durchzusuchten, aber nö, hatte ich dann keine Lust mehr. Das sind so Sachen, die dann doch einen ärgern und den Spaß einnehmen und hoffe, dass es alles nicht so ist mit Shadowlands. Weil mit Legion haben sie es ja auch geschafft, das alles gut zu machen. Und da hatte ich Spaß, da habe ich zwei Wochen durchgesuchtet. Das war auch eine schöne Zeit, muss ich sagen, wenn ich so nachdenke. Aber ja, sowas will ich wieder, wisst ihr, sowas will ich wieder, sowas will ich. Und hoffe einfach nur, dass sie wirklich die Zeit nutzen, nicht das Addon früh rausbringen. Ich hoffe es, dass sie wirklich Dezember von mir aus das Addon rausbringen. Und dann ist aber richtig einschlägt, richtig wie eine Bombe, richtig geiles, es Spaß macht, viel, viel zu tun gibt und ich hoffe es nur, ne? Ich hoffe es nur. Wenn ihr es anders seht, könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu sagen, aber ich sage, also ich, meine Meinung ist, sie sollen jetzt die Zeit nutzen und dann was Gutes rausbringen, als wenn sie wieder zwei, drei Monate vorher das Addon rausbringen und alles Rotze ist, ne? Gut, ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich rüber zum nächsten Thema. Videos bis zu Shadowlands. Ja, na klar, also ich glaube, das eine oder andere könnt ihr euch denken, dass ich jetzt hier dann bis zu Shadowlands, also ich bringe natürlich jetzt noch einige Sachen, habe auch noch einiges auf dem Rechner, habe auch noch einige Ideen, die ich umsetzen möchte und werde bis Shadowlands und das werde ich so nach und nach alles machen. Und vielleicht ein paar alte Sachen erneuern, das heißt, also die Erneuerungen mal bringen, was sich geändert vielleicht hat oder so. Wenn ihr zum Beispiel Wünsche noch habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr mir bis hierhin noch zuhört. ja, ne, also, aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf einstellen, dass ich natürlich irgendwann dann hier eine doch etwas größere Pause machen werde, kommen wird, bis halt Shadowlands rauskommt, ne? Ganz klar. Ich denke auch mal, dass ihr mich in der Zeit, bis Shadowlands rauskommt, dann öfter auch auf Twitch sehen werdet, dass ich denn da ein bisschen mehr mache, als jetzt hier auf YouTube, also Videos machen, dass ich da ein bisschen, ne, vielleicht mit euch auch ein bisschen mehr, ein bisschen was mache, vielleicht noch die Rätsel ein bisschen abgehe und so weiter und so fort, dass ihr da soweit dann Bescheid wisst. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema. Das Thema habe ich auch gerade schon angeschnitten. Einmal das Thema Livestreams auf Twitch oder YouTube. Ich habe nun gehört, dass YouTube einiges nachlegen will, was der Bereich Livestream angeht. Das heißt, sie wollen das Ganze überarbeiten, sind wohl auch schon dabei, wollen vieles hinzufügen, was sie ja auch schon ein bisschen schon was getan haben. Wollen das Ganze, wie gesagt, überarbeiten und da so ein bisschen durchstarten. Was ich gut finde und auch sehr, sehr, ja, beobachte, ne, und wirklich auch hinterher bin, was das angeht, denn ich bin auch nicht mal so ganz glücklich auf Twitch, muss ich sagen, weil ich da doch einige schlechte Erfahrungen jetzt schon gemacht habe, sei es mit anderen Streamern, obwohl da kann jetzt Twitch eigentlich nichts für, aber so allgemein, auch mit dem Support selber auch schlechte Erfahrungen gemacht habe, in vieler Sicht, in vielen Sachen, so in Hinsicht, so. ja, ich denke aber auch, was mich da so ein bisschen auch reizt, vielleicht auf YouTube zu streamen, ist einfach auch, ihr müsst bedenken,
Oder wir nehmen mal ein Beispiel. Wir nehmen mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein Streamer auf Twitch wieder auf ein Video reagiert, sage ich jetzt mal, wo findet man das Video? Auf YouTube. Oder wenn irgendein Video geteilt wird, was ist es meistens? YouTube. Wenn man irgendwo was postet, irgendwie ein Video oder ein Lied oder sonstiges, was ist es meistens? YouTube. Also YouTube ist meistens irgendwie überall vertreten, überall gucken uns YouTube-Videos an. Wir landen doch irgendwie immer wieder auf YouTube. Das kann nun mal keiner bestreiten. Und deswegen sehe ich auch im Allgemeinen, wenn wirklich der YouTube jetzt mal hinterher ist und sich da mal den Arsch aufreißt und da mal ein bisschen was macht und ändert und tut, denke ich mal, können auch Livestreams dort richtig gut werden und auch dieses Gebundle, denn man hat dann alles auf einer Plattform, man hat seinen Kanal dort, man hat die Livestreams dort und wenn einer dich findet, dann auch mal gucken, was macht denn die Alte da für Videos, mal schauen nebenbei, ne? Zum Beispiel, was ich auch öfter mache, sind Livestreams von YouTube auf meinen Fernseher laufen lassen. Nebenbei mache ich denn hier irgendwie sauber oder koche oder weiß ich was. Ich weiß gar nicht, ob das bei Twitch auch geht. Ich muss ganz ehrlich gerade sagen, ich habe es noch gar nicht versucht. Aber doch, einmal habe ich es versucht, aber es ging nicht. Und aber es lag, glaube ich, an meinem alten Fernseher. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Aber sowas, es geht auch. Es gibt natürlich einige, finde ich, Vorteile, die YouTube einfach jetzt schon hat, auch was das Ganze angeht. Und ich denke mal, wenn das alles so auch schön so gebundelt, alles auf einer Plattform ist und man nicht immer hin und her twitchen muss, ne, und nicht das Ganze mehr trennen muss, dass YouTube-Videos sind und Twitch-Livestreams. Ich glaube, im Endeffekt ist dann das wirklich schöner oder auch für einen selber auch angenehmer, wenn man alles auf einer Plattform oder auf einen Kanal dann hat, ne, sag ich jetzt mal so. Sehen natürlich auch viele anders, deswegen würde ich da gerne mal eure Meinung wissen. Ihr findet jetzt oben in der Infobox eine Umfrage, wo ihr mitmachen könnt, mal eure Meinung dazu sagen könnt. Also wenn ihr sagt, oder wenn es so ist, dass YouTube wirklich jetzt mal nachlegt und das Ganze erneuert und das schick aussieht und so weiter, würdet ihr denn wollen, dass ich denn auf YouTube wechsle und hier live streame? Oder sagt ihr dann, nee, auch wenn YouTube das alles ändert und macht und tut, sollen sie tun, ist mir scheißegal, aber bitte bleibt auf Twitch. Weil wegen Twitch einfach besser ist. Ihr könnt auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da lassen, das geht natürlich auch. Aber ihr könnt auch gerne oben denn in der Infobox in dieser Umfrage mitmachen. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze so seht. Wie gesagt, meine Meinung habe ich gesagt, dass sich das Ganze, glaube ich, doch mehr Zukunft hat, wenn man das alles schön auf einer Plattform hat. Wenn natürlich auch die Livestream-Sache hier dann auf YouTube dann halt auch gut wird. Ne? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber an sich ist natürlich Twitch einfach die Plattform, wo man halt einfach eben gerade livestreamt. Das ist halt, ne? Das ist halt die Plattform eben. Gibt kaum keine bessere. Obwohl jetzt ja auch viele abgeworben wurden, wenn man mal so bei dem Thema ist. Ja, die haben auch eine gute Stange Geld bekommen dafür. Naja gut, okay. Ob das aber so gut war natürlich am Ende, ist so... Ich schweife schon wieder ab. Meine Lieben, ich habe euch so lange schon voll geblubbert. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen, immer, wann ihr das Video jetzt hier gesehen habt. Wenn ihr bis jetzt hier durchgehalten habt, freue ich mich und danke natürlich auch dafür. Und anstelle auch nochmal vielen, vielen Dank an euren Support, den ihr mir gibt. Sei es durch Likes, sei es durch ein einfach Video angucken, sei es durch Kommentare oder auch letztens wurde mir was zugeschickt. Also so, ne, man kann mir ja auch so mich supporten über PayPal oder über meine Amazon-Wunschlist. So, es ist auch alles verlinkt. Ist natürlich auch immer eine schöne Sache, freut man sich natürlich dann auch, wenn sowas dann auch mal ankommt. Gut, ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Sollte ich denn doch mal irgendwas vergessen haben, dann werde ich das irgendwie unten in den Kommentaren einfach anpinnen oder so, wenn irgendwas Wichtiges neu ist. Aber ich glaube, ja. Also gut, meine Lieben. Wir hoffen mal, dass wirklich Shadowlands gut wird und hoffe, habt da wirklich meine ganze Hoffnung drin. Und wir hoffen mal, dass Blizzard da alles richtig macht, so mit, wie mit Legion oder auch mit anderen Addons, die halt einfach gut waren. Ne? Wir schauen mal und ich wünsche euch noch was. Vielleicht bis zum nächsten Video, vielleicht bis zum nächsten Livestream. Also bis dann. Bye, bye.